Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Und mit mir dabei ist heute der D-Rex. Der spielt Joao Fernandez da Silva. Hallo. Nicht wahr? Hallo. Ja. Ja. Einen Gangrel, den wir aus einem Zwischenstream, aus dem Partybus-Stream aus dem Nordpol Spring Break von diesem Jahr noch kennen. Und ja, da wir wissen, dass der Partybus irgendwie in der Stadt ohne Namen gecrashed ist, und wir zwei der Charaktere von diesem Zwischenstream schon kennengelernt haben in der Stadt irgendwie, wird es Zeit, uns mal zu kümmern, was mit den anderen vielleicht passiert sein könnte. Ich hatte beide angeschrieben, den D-Rex und den Mithrandir. Der Mithrandir muss leider knechten heute, deswegen nur der D-Rex heute da. Aber dann kann man umso schöner eine Geschichte erzählen. Ja, wir springen ein bisschen in der Zeit zurück von unserer normalen Blood and Sand Runde und betrachten heute mal eine Zeit vor der Ankunft unserer vier normalen Spielervampire, Dr. Angela, Isaiah, Samantha und Bruce. Auch der Klüngel ist noch nicht irgendwie da. Der Partybus ist eine ganze Zeit vor allen anderen in der Stadt angekommen. Und was mit dem Partybus genau passiert ist, das lassen wir auch heute im Dunkeln. Da wird nicht drüber gesprochen. Ja. Das war so schlimm. Ja. Ja, und wir befassen uns heute ein bisschen mit dem Gangrel Joao, denn der ist ja anscheinend auch in der Stadt ohne Namen gestrandet. Und ich gebe gleich mal noch einen Disclaimer vorneweg. Also wenn das alles so klappt, wie ich mir das hier heute so vorstelle, dann kann das heute durchaus eine etwas härtere Session werden. Und draußen wird schon wieder irgendwie Hochzeitsrennen oder sowas gefahren. Ich hoffe, man hört das nicht zu laut. Könnte eine etwas härtere Session werden mit ein paar Themen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Ich weiß, das sage ich fast immer, aber heute, wenn das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, könnte das wirklich etwas haarig werden. Das heißt, wenn ihr merkt, das geht euch irgendwie an die Nieren oder so, schaltet besser ab. Der D-Rex hat mir eben schon gesagt, mach mal, was du willst. Ich bin das ja gewohnt. Ja, dann schauen wir mal, ob das auch so klappt. Du hast natürlich immer die Möglichkeit, zwischendurch zu sagen, stopp, machen wir, dann mach was anderes, ne? Also, ja. Wenn du merkst, das geht auch dir irgendwie zu sehr zu nah oder so, dann. Ja. Gut. Wir starten vielleicht die Session nicht einfach so irgendwie, indem ich dich frage, was du gemacht hast, seit der Partybus angekommen ist in der Stadt, ohne Namen. Sondern ich beschreibe einfach mal eine Szenerie, denn ja, mit Kameras arbeiten wir ja nicht wirklich, aber unsere Verstandkamera, wenn man sich das so sagen will, geht einen weiß gekachelten Flur entlang, durch eine Schwingtür hindurch, mit einem zwei bullaugenmäßigen kleinen Fenstern drin und in einen hell erleuchteten, weiß gekachelten Raum. Sehr, sehr steril aus hier alles. Von den Gerätschaften an den Wänden und Schränken angefangen, bis über die Apparaturen, die am Boden befestigt sind. Es sieht ein bisschen so aus, dass die Kamera sich weiter dreht und eine große Kühlanlage ins Visier nimmt, als ob wir uns hier in dem stadteigenen Morgue, also wie heißt das deutsche Wort für Morgue? Bestattungsunternehmen befinden.
vielleicht gar kein richtiges Bestattungsunternehmen, sondern eher so die Gerichtsmedizin der Polizei. Aber woher soll das der Zuschauer schon jetzt zu diesem Zeitpunkt wissen? Zwei gut gelaunte Personen schieben eine Bahre mit einem Leichensack darauf munter vor sich her, während aus dem iPod-Kopfhörern des einen viel zu laut Musik der 2018er Jahre klingt und die andere Gestalt wohlig mit Musik mitversorgt. Wippenden Schrittes schieben sie die Bahre in diesen hell erleuchteten Raum und beginnen sich zu unterhalten. Und unterhalten sich über dieses und jenes, über den Alltag, so, wie geht's deiner Frau? Und ach ja, alles in Ordnung. Ein Smalltalk beginnt und beide sind ja gut gelaunt, fröhlich und beginnen ihre Arbeit. Sie packen den Leichnam, der in diese Tüte eingepackt ist, langsam und vorsichtig aus. Und eine große Person, ein großer Leichnam kommt zum Vorschein. Ein Afroamerikaner. Oder im Joaos Fall eher gesagt ein Afro-Mexikaner. Denn Joao kommt ja aus Mexiko. Tot. Kein Atem, kein Puls, keine Reaktion vom örtlichen Arzt für tot abgestempelt. Eine der beiden Personen checkt nochmal, bevor es weitergeht, die Unterlagen, die auf einem Klemmbrett sind, hakt ein paar Kästchen ab. Wir haben hier wieder so ein Doe. Ruft er dem anderen zu, der eigentlich nur mit seinem iPod beschäftigt ist und das nächste Lied drüber scrollt. Wir haben hier einen Doe! Ah. Okay. Nimmt die Ohrhörer aus den Ohren. Und widmet sich seinen Gerätschaften, die fein säuberlich auf einen kleinen metallenen Tisch sortiert sind. Mehrere eklige Instrumente, Skalpelle, Messer, Sägen. Eklig. Und ja, sie beginnen die Leiche zu entkleiden und der eine holt sich ein Sprechgerät heraus und gerichtsmedizinische Untersuchung von einem afroamerikanischen Mitbürger John Doe gefunden, nennt ein Datum, 2018. Wie groß war Joao? Knapp 2 Meter. Legt ein bisschen ein Maßband an. 2 Meter groß. Und ja, es folgen ein paar gerichtsmedizinische Statuten und Statistiken, die hier wahrscheinlich uns als Zuhörer und Zuschauer nicht sonderlich interessieren. Vielmehr interessiert uns das Sirren, was irgendwann beginnt, als sie ihre Untersuchung beginnen. Denn sie haben wohl den Auftrag bekommen, herauszufinden, woran dieser John Doe, den sie da auf ihrem Tisch haben, gestorben ist. Unterhalten sich laut über fehlendes Blut, als sie anfangen, erstmal dich abzutasten und die Leiche, die sie da begutachten, die offensichtlicher du bist, Joao, ist wirklich sehr trocken und ausgemergelt, ausgezehrt. Und wirkt eingefallen. Und sie beginnen ihre Untersuchung und stellen dabei unsagbare Dinge mit dir an, Joao. Du kommst davon nichts mit, du bist tot.
Man öffnet dir den Brustkorb, entnimmt Organe. Und irgendwann passiert einem der beiden ein Fehler bei der Untersuchung. Ein Fehler, der wahrscheinlich folgenschwer für diese Person sein wird. Denn gerade als er sich mit deinem Herz befasst und es irgendwie loslösen will, um es rauszulösen und aus dem Brustkorb, die Rippen schon aufgeschnitten, macht er einen Fehler mit seinem Skalpell und schneidet sich durch seinen Handschuh selbst. Blut rinnt aus dem Plastikhandschuh und tropft ins Innere des Leichnams. Und das ist das Erste, was Joao seit dem großen Crash wahrnimmt. Eigentlich nimmt er nicht so richtig wahr. Das Einzige, was du in dir selbst wahrnimmst, du warst tot. Wie lange weißt du nicht? Du warst wirklich tot. Da es war nichts, da war Schwärze. Tot, nichts, weg. Und jetzt ist da irgendwas. Irgendwas tropft in dich hinein. Blut. Die Flüssigkeit, die Leben spendet. Und auch Joao. Auf eine mysteriöse, magische Art Leben einflößt. Aber es ist nicht Joao, der zuerst erwacht von den Toten, sondern ist es das Übernatürliche, das Ding in Joao, was ihn gerettet hat vor dem völligen Tod. Das Tier erwacht zuerst. Joao selbst, der menschliche Teil, fühlt nur, dass irgendwas Wärmes, Wohliges in ihm beginnt. Es fühlt sich gut an eigentlich. Schwärze kriegt allmählich Risse, wird zu wolkig vor den Augen, ein Schleier, durch den du blickst. Du hast anscheinend die Augen geschlossen. Und die ersten unwillkürlichen Bewegungen werden passieren. Finger werden anfangen zu zucken. Vielleicht ein Zeh. Die beiden Mediziner sind allerdings damit beschäftigt, dass sich der eine wirklich übel geschnitten hat und wenden dir den Rücken zu, während diese ganzen Dinge passieren. Und irgendwann schleicht sich auch wieder Bewusstsein in den Kopf von Joao. Schädeldecke ist zwar geöffnet und man kann das Gehirn sehen, aber Bewusstsein macht sich breit. Blut pumpt nicht wirklich durch die Adern, also diese zwei, drei Tropfen, die da reingeblutet sind, ist das nicht. Aber Leben steckt in diesem Leichnam. Und er hat unfassbaren Hunger. Mhm. Es kostet dich massive Überwindung, überhaupt diese steifen Gelenke, diesen Tod zu überwinden. Mehr als Zucken ist im ersten Moment nicht drin. Und jede Muskelbewegung dieser ausgetrockneten, ausgemergelten Muskeln kostet Kraft. Unsagbare Kraft. Was würde wohl Joao zuerst tun, wenn er so sich seiner gewahr wird? Vielleicht die Augen aufstemmen, wird sie geschlossen lassen, weil auch das ist ja eine Muskelbewegung. Ich öffne die Augen, oder ich versuche es. Blickst in glänzendes, gleißendes Licht, das fast über dir in den Augen sticht. Das blendet ganz, ganz schön ungemein. Ich würde die Augen versuchen zusammenzukneifen, damit es halt ein bisschen angenehmer ist. Ja, wie gesagt, jede Bewegung, jeder Muskel, den du benutzt, schmerzt. Und es ist so anstrengend wie, ja, wenn wir jetzt im Sommer halt, wenn du, sagen wir mal, 10 Kilometer gelaufen bist schon, als untrainierter Mensch, und dann nochmal zwei Runden um Sportplatz drehen sollst. So sehr schmerzen, wie die Oberschenkel dann wahrscheinlich schmerzen.
So ist es ungefähr, wenn du jetzt versuchst, einfach nur Augen zuzukneifen. Du merkst, dass deine Muskulatur und deine Venen, deine Adern, dass die ausgetrocknet, das gehört sich nicht. Ich rieche wahrscheinlich auch dieses Blut. Definitiv. Es ist zwar nur ein kleiner Schnitt, aber... Du riechst nicht nur das Blut, sondern nimmst es mit all deinen Sinnen auf eine Art und Weise. Also in dir drin ist etwas. Du riechst das Blut, was irgendwie außen, irgendwie gerade unter dem Wasserhahn irgendwie versorgt wird, was verschwendet in dem Ausfluss reingegossen wird. Hörst das Wasser rauschen, aber noch lauter über dem Wassergeräusch hörst du das Pochen der beiden Herzen von den Menschen, die da sind. Das klingt gerade auch aufgrund dessen, dass ich sehr, 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 sehr hungrig bin. Extrem verlockend und ich würde dann versuchen, instinktiv mich einfach mal so in diese Richtung zu bewegen und meinen Hunger stillen. Der Leichnam bewegt sich langsam, dreht sich auf die Seite und du merkst wirklich, dass es ja unglaubliche Anstrengungen braucht, überhaupt nur die kleinsten Bewegungen von sich zu geben. An ein Aufstehen ist momentan nicht zu denken. Du merkst, dass sich deine vampirisches Ich in dir breit macht, dass die Zähne ausgefahren werden, wie auch immer das tut weh. Tut der Mund weh davon, dass die Zähne ausgefahren werden. Drehst dich auf die Seite, kannst die beiden jetzt sehen, wie sie da irgendwie, der eine immer noch, wird sich die Ohrstecker wieder reingesteckt und du kannst die Musik auch irgendwie dadurch hören, haben die immer noch den Rücken zugewandt. Aber aufstehen geht gerade nicht. Dafür war das zu wenig, die zwei Tropfen, die da deinen toten Körper wieder zum Leben erweckt haben. Dann bleibe ich jetzt erstmal so auf der Seite da liegen. Das wird denen ja irgendwie, wenn die sich mal umdrehen, auffallen. Mhm. Und wenn dann einer näher kommt, um nachzugucken, was da ist, würde ich den angreifen. Natürlich drehen sich die beiden irgendwann wieder um, sehen den auf die Seite gedrehten Leichnam und erschrecken sich natürlich fürchterlich. Der eine macht einen Satz zurück, während der andere noch ein bisschen versunken ist in seinem dreht sich um, hat so ein bisschen gerade sein Lieblingslied laufen, geht eigentlich einen Schritt nach vorne, während dem der andere dann so auf die Schulter packt. Dann macht er auch die Augen auf und realisiert, was da ist. Und machen erstmal so einen Satz zurück. Angreifen ist, wie gesagt, gerade schwer. Du liegst da auf der Seite mit geöffnetem Brustkorb und geöffnetem Kopf. Herz entfernt. Liegt noch so neben dir auf einer Schüssel und pockt ganz langsam. Zumindest jetzt gerade fängt es damit an. Was zur Hölle? Die beiden machen große Augen. Machen aber erstmal einen Schritt zurück, anstatt einen Schritt zu dir hin, was am besten für dich jetzt wäre. Ja. Du kannst ja mal einen Willenskrafttest machen und alle letzte Kraft und Motivation für eine einzige schnelle Aktion irgendwie hinzubekommen. Mhm. Allerdings, wenn die dann nicht klappt, dann wäre das kleine bisschen Blut aufgebraucht, was dir da gerade Leben einführt. Willpower, ja? Ja. Ja, machen wir doch mal. Schauen wir mal, ob du da mal drei Erfolge zusammenkriegst. Das ist weniger als drei Erfolge. Das ist einer. Ja. Kannst dir natürlich mentalen Schaden nehmen. Und in der Situation, in der du gerade befindest, würde ich dir sogar sagen, ziehst du dir nach dem Wurf danach nochmal direkt zwei Willpower ab, weil es irgendwie so heftig gerade ist. Kannst aber drei Würfel neu würfeln. Auch wenn es jetzt, ja, der Willpower-Test ist ja generell nie mit dem Tier, deswegen geht das auch gerade.
Also wenn ich drei Würfel neu. Ja. Brauchst zwei Erfolge von den drei. Dann würfel ich mal drei neue. Bitte, bitte. Knapp, aber nein. Na, ganz knapp. Ich biete dir einen faulen. Ist die 10 nicht ein doppelter Erfolg? Nee, nur eine Doppel-10. Ach so, okay. Ja, aber ich biete dir an, dass es klappt mit der Attacke, allerdings zu einem Preis. Den ich dir jetzt natürlich noch nicht sage. Ja? Ja. Okay, also schnellt der tote, untote Körper von Joao in einer letzten verzweifelten Kraftanstrengung. Wie, ich guck mal gerade, was du so an, ja, du hattest sogar Geschwindigkeit, ne? Also, ja. Ja. Anmutig, wie man es einem Leichnam in diesem Zustand nicht zumuten würde, schwingt er sich von dieser Bahre herunter, überschätzt im ersten Augenblick ein bisschen die Belastbarkeit seiner Beine, knickt ein Stück ein, lässt sich nach vorne fallen und wie instinktiv, weil es sind immer noch Menschen, die da irgendwie vor dir stehen, die haben zwar gerade tierisch Schiss oder so, aber da klippt gerade jemand so irgendwie, droht umzufallen und sonst ist halt ein menschliches eine menschliche Geste nach, kurz nach vorne zu zucken, um den Fallenden aufzufangen. Und kurz nach vorne, was dir die Gelegenheit gibt, deine Arme nach oben zu reißen und diese Person am Kragen zu packen, zu dir runterzuziehen und zu beißen. Und genau das wirst du wahrscheinlich tun. Reißt die Person mit Gewalt nach unten, mit unglaublicher Stärke, die man auch diesem geschundenen Körper nicht zutrauen würde, und vergräbst deine vampirischen Zähne im Hals der Gestalt, während der andere mit entsetztem Blick auf die Szene kurz beobachtet, dann auf die Wand auf einen Feueralarmschalter haut, ein tierisch lautes Geräusch und Sausen und Dröhnen ertönt und der Typ sich umwendet und schnell aus dieser Schwingtür herausgeht. Aber du trinkst erstmal. Ja. Und das fühlt sich unglaublich gut an. Und ich denke mal, durch diese Willenskraftanstrengung eben hast du gar keine Möglichkeit, dem Tier Einhalt zu gebieten. Du wirst diese Gestalt töten. Und zwar bis auf den letzten Tropfen auszehren. Ja. Du merkst, wie in dir drin die Verletzungen, die beiden dir gerade zugefügt haben, auch schon beginnen zu heilen. Du kannst den Brustkorb zuklappen. Kurz noch, du musst natürlich ihn festhalten oder so, aber weil der ist immer noch offen, richtig verheilen tut er jetzt gerade nicht. Aber es beginnt halt in dir schon dieses Gefühl, was du auch als Vampir ja schon kennst, irgendwie, wenn du starke Verletzungen hast. Im zweiten Augenblick so, Mist, jetzt habe ich mir das zugeklappt, aber da hinten liegt mein Herz noch. Das ist ein eigenartiges Gefühl. Auch die Schädelplatte zu sehen, wie sie aus der Anrichte sieht. Ja. Aber zumindest kommt Leben in deine Glieder. Dadurch, dass du den Menschen komplett ausgetrunken hast, bist du noch nicht wieder ganz der Alte. Du beginnst die Heilung, es kommt langsam jetzt der Schmerz, der durch den Körper zieht, weil diese Wunden unglaublich tief und schwer sind. Du fühlst das beginnende Heilen, aber es ist unglaublich schmerzhaft für dich und das dadurch, dass deine Willpower jetzt aufgebraucht ist, übernimmt einfach nur der Überlebenswille deines Tiers. Und wie würde das aussehen? Also vor mir liegt ja jetzt die Leiche. Ja. Ich würde mir definitiv, wenn das Tier da auch noch dran denkt, meine Organe mitnehmen. Ja.
Also so. Frage ist ja, was ist für dein Tier jetzt die erste Priorität? Was macht denn so ein Tier? Also klar, das Tier will immer überleben und das Tier will immer fressen. Ja, also um zu überleben, muss ich ja erstmal ganz sein. Dementsprechend nehme ich meine Organe mit. Mhm. Wahrscheinlich total irrational schmeiße ich mir mein Herz auch einfach nur in den Brustkorb rein. Tür wird auf, ganz rein, Tür zu. Wird schon irgendwie wieder heilen und da ist ja dieser unglaublich unsäglich laute Feueralarm. Ja. Also so richtig schnell bin ich wahrscheinlich noch nicht. Halt raus aus der Schwingtür und ich bin auch immer noch tierisch auf Fressen aus. Der Erste, der mir in den Weg kommt, der muss dann halt leider auch wieder dran glauben. Ja. Versuchst durch diese Schwingtür durch, die man von außen durch irgendwas, wahrscheinlich irgendwie einen Besenstiel oder sonst irgendwas verrommelt hat. Aber das Tier hat also zumindest der Drow-Tier hat keine Probleme damit, mit seinem reinen Körpergewicht sich dagegen zu schmeißen und die Tür aus allen Angeln zu reißen. So fest ist diese Tür nicht. Und hast es den langen Gang, diesen weiß gekachelten Gang entlang. Und natürlich kommen dir Gestalten entgegen. Und jeder davon findet ein grausames Ende unter Joaos Blutgier. Sag ich jetzt mal so. Und es wird nicht lange dauern, bis dir auch etwas während dem Trinken vielleicht gerade ein paar stärker bewaffnete Leute entgegenkommen mit Gewehren und auch Schüsse fallen, die dich auch treffen und dir auch Wunden und Schaden zufügen. Aber du bist gerade im Blutrausch, springst auch diese an, ernährst dich auch von deren Blut. Und ich weiß nicht, ob Joao jemals in seinem Leben so viel gemordet und getötet hat auf kurze Zeit wie in diesem Augenblick. Also und er hat schon mal so den einen oder anderen zum Ableben gebracht zu Lebzeiten, aber in dem Ausmaß definitiv noch nicht. Vor allen Dingen auch nicht in dieser Blutgier und Massenhysterie, die sich gerade da gerade abspielt. Ja. Und es ist ein Massaker, das du anrichtest. Die ehemals weißen Wände sind getüncht mit dem Resten des Blutes, falls du die nicht selber schon irgendwie wird es dir egal, ob du die wirklich trinkst, weil du bist fürs oben hin gefüllt inzwischen mit so vielen Menschen, die du getrunken hast, aber das Tier macht immer weiter und macht immer weiter und macht immer weiter. Gehen bestimmt auch ein paar Apparaturen bei kaputt und so. Garantiert. Wände werden kaputt gehen, Türen kaputt gehen, Büroräume werden zerschreddert. Du kannst durch dein inneres Tier und durch deine vampirischen Fähigkeiten die Leute riechen, du kannst sie aufspüren. Sie haben keine Chance, sich in Schränken zu verstecken, hinter Türen, sonst irgendwo. Du findest sie alle. Und große Panik entsteht. Ein paar davon werden garantiert irgendwie versuchen, auf die Straße zu laufen. Und irgendwann wird Joao diesen auch folgen wollen. Aber dann wird diesem Massaker ein jähes Ende gesetzt. Denn es fällt Licht, und zwar Tageslicht, durch die Fronttür, wo gerade eine Dame im Bürokostüm herausgestolpert ist. Die hast du gerade noch so am Fuß gepackt und sie hat sich freigestrampelt, zieht sich über die Türschwelle nach draußen. Das innere Tier wollte schon hinterher hechten, aber dann realisiert es auch selbst, dass das dein eigener Tod wäre, ins Sonnenlicht zu hechten, dieser Frau hinterher. Zieht sich dann ein bisschen winselnd und japsend zurück. Und das ist die erste Situation, in der Joao wirklich der Mensch Joao wieder nach oben gelangen kann. Das Tier zieht sich zurück, winselt, hat Angst vor der Sonne, zieht sich in eine dunkle Ecke des Ganges wieder zurück und blickt Richtung Tür, wo gerade das Opfer entrinnt, und
lässt dem Menschen Joao Platz, an die Oberfläche zu gelangen. Ja, Joao realisiert dann auch, was passiert ist. Hat wahrscheinlich unsägliche Kopfschmerzen oder sowas. Und er fühlt sich ein bisschen an wie so ein Hangout. Ja. Guckt sich um. Sieht dann auch draußen das Sonnenlicht und würde dann wahrscheinlich, weil er jetzt auch realisiert, dass er aus diesem Krankenhaus oder was auch immer, wo er gerade ist, heute definitiv nicht mehr rauskommt, irgendwas wie einen Keller oder sowas. Und so Krankenhäuser haben immer einen Keller. Ja, da kommst du her. Da hat das Ganze begonnen. Und dann schauen, ob er da irgendwas findet, wo er sich den Tag über verstecken kann. Ja, viele der Verstecke hast du quasi in deinem Rausch zerstört. Hm. Ja, aber hier in das eigentliche Kellergeschoss wird kein Tageslicht kommen. Hm. Also zum Beispiel, zumindest in dem OP-Saal zum Beispiel, da wird kein Licht drankommen. Frage ist, wie lange bleibst du hier alleine? Weil nachdem, du bist ja völlig bewusst, was du getan hast. Ich bin ja auch quasi gerade erst aufgemacht. So. Als Mensch würde ich jetzt sagen, komplett auf Adrenalin. Aber sowas von. Dieses Hochgefühl hält auf jeden Fall mehr an. Also es ist wahrscheinlich auch eher nicht weniger Adrenalin, es ist eher, als hättest du richtig Amphetamine geschluckt und richtige Upper oder irgendein Intus. Richtig, das ist ein Rausch, den der Mensch auch gerade wahrnimmt. So einen Drogenrausch habe ich auch selber wahrscheinlich noch nie gehabt. Also ich habe schon den einen oder anderen Rausch gehabt, aber in dem Ausmaß noch nicht. Dementsprechend ist wahrscheinlich auch an Schlaf nicht zu denken. Ja. Ich würde halt dann den Tag über schauen, dass ich mich verstecke, dann auch nicht lange da bleibe, immer mal aufpasse, dass da nirgendwo irgendwer kommt, der mich finden kann. Was in so einem Keller wahrscheinlich eh nicht sehr leicht ist. Ja. Ja, es kommen, werden in der Tat Leute kommen, die irgendwann, beschreib mal das Versteck, wo sich Joao irgendwie versteckt. Also mal gucken, wie man dann schauen kann, ob die dich relativ einfach oder schwer oder gar nicht finden. Vielleicht machst du auch mal, um das ein bisschen zu symbolisieren, einmal Resolve und Stealth? Survival würde ich nehmen. Survival? Sogar. Ja gut. Es geht ja ums nackte Überleben hier. Oh. Ja, es ist die typischen D-Rex-Würfel, habe ich das Gefühl. Ja. Bei den Würfeln werde ich den Abend nicht überleben. Ja. Ja, da gibt es nicht sonderlich viele gute Verstecke, wo man über die Nacht über, gerade jetzt, wo du auf jeden Fall damit rechnen musst, dass irgendwann Menschen hier runterkommen und das Ding, was hier ausgerastet ist, zu zerstören, zu vernichten. Ich würde vielleicht schauen, das ist ja eine Leichenkammer quasi, ja, dass ich da einen von diesen Gefrierschränken aufbreche. Mhm. Die sind ja meistens abgeschlossen. Dann die Leiche, die da aktuell drin ist, auf diesen Seziertisch stelle und mich dann da einfach reinlege. Denn ich gehe mal davon aus, da guckt niemand so schnell nach. Ja, zumindest kann man sich ja auch tot stellen, ne? Ja. So als Vampir. Ja. Ja, und in der Tat werden Menschen kommen und werden das Gebäude durchsuchen. Und du kannst Stimmen wahrnehmen, wenn sie dann in diese Leichenhalle heruntersteigen. Und man hört die so ein bisschen halt, also einmal durch die Klappe der Leichenhalle nur sehr gedämpft, aber auch sonst scheinen sie irgendwie Masken aufzuhaben, so ein bisschen Darth Vader-mäßig. Mhm.
Noch kannst du sie nicht sehen, du kannst es nur hören, wie sie so ein bisschen dumpf und so klingt. Und die klingen erstaunlich, also nach dem, was du auch draußen gesehen hast, was du da angerichtet hast, erstaunlich gefasst. Und scheinen relativ systematisch vorzugehen. Mhm. Und ab jetzt heißt es Luft anhalten, wenn man, na gut, muss nicht atmen, aber also, das ist ja mein geringstes Problem, das Luft anhalten. Ja, hoffen, dass keiner dich hier findet oder keiner auf die Idee kommt, da irgendwie reinzuschauen. Wo ist mein Gesichtswürfel? Der Gesichtswürfel sagt, du hast Glück. Guck mal. Ja. Und wenn ich den würfel, ne? Ja. Das Glück heißt aber nicht, dass sie da nicht nachgucken. Das Glück heißt nur, dass sie die Tür öffnen. Zuerst bei den Fächern neben dir. Du hast wie diese Schuhdinger rausgezogen werden. Und Die nächste Ding, also erstmal das neben dir wird geöffnet, das hörst du, die unterhalten sich, dann deins wird aufgemacht, siehst halt in diese Atemmaske rein, das ist wirklich so eine Gasmaske, die aufgesetzt ist, mit getrübten Gläsern, und dann hörst du ein Ah. Willst du noch was machen? Kann ich diese getrübten Gläser irgendwem zuordnen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist halt eine Gasmaske mit so schwarzen. Also sieht so ein bisschen aus, man kennt ja diese alten Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg mit den so komplett vermummten Gasmasken. Ich halt einfach still. Tja, dann ist das nächste, was Joao fühlt, wenn er still wird, etwa ein festen Gegenstand, der durch den Brustkorb getrieben wird, der ja immer noch ein bisschen labberig ist. Mhm. Und durch irgendein mystisches, magisches Ding, wie auch immer, man weiß nie genau, wie das funktioniert mit diesem Flocken. Auch wenn das Herz gerade irgendwo wahrscheinlich auf dem Magengegend ist, da wo es sein sollte. Funktioniert es auf irgendeine komische Art und Weise. Und Joao fällt erneut in Starre. Und erwacht, man weiß nicht, wie lange später, in der Dunkelheit. Immerhin, du erwachst. Ja. Hätte auch schief gehen können. Bin ich jetzt aktuell fit genug, um meine Eyes of the Beast zu aktivieren? Damit kann ich nämlich im Dunkeln sehen. Ja, dein Körper fühlt sich im Gegensatz zu dem, was du als letztes gefühlt hast, gut an. Also nicht mehr geschunden. Und wenn du an dir runterguckst, ist auch die Brustkorb ist verheilt. Wenn du so um dir rumtastest, irgendwie dein Kopf anscheinend auch. Also du bist geheilt. Mhm. Dann würden meine Augen quasi wie so zwei Katzenaugen, wenn man die mit einem Scheinwerfer anstrahlt, dann fangen die auch unglaublich an zu leuchten. Genau dieses Leuchten kommt dann auch in meine Augen und dann würde ich mich mal umschauen, wo ich hier bin. Ja, du bist angekettet in einem kleinen dunklen Raum. Neben dir stehen so metallene Ständer mit Blutbeuteln dran, die über Schläuche mit deinen Venen verbunden sind. Aufrecht hat man dich angekettet anscheinend an die Wand. Und man sieht sonst so eine... Ja, durch die Katzenaugen ist das ziemlich eindeutig, dass es eine große Tür noch gibt. Und
die nach draußen geht, aber da ist es halt auch dunkel. Die Zelle ist vielleicht, die ist gar nicht so groß. Ich tue mich mal mit Maßen immer so schwer. Vielleicht 3 mal 3 Meter groß. Quadratisch. Meter müsste so sein. Ne? Ja. Auch wenn es mir definitiv besser geht als vor meinem Schläfchen, wie lange auch immer das gewesen ist, ist das ein Ort, wo ich das Gefühl habe, hier möchte ich einfach nicht sein. Ich würde mal all meine Kraft zusammennehmen, die ich in meinen Armen habe, und versuchen, mich da mit diesen Ketten irgendwie loszureißen. Ja, mach mal würfel mal Stärke und Brawl. Das ist ja eines deiner Spezialgebiete. Der Haltegriff bringt mir wahrscheinlich nichts. Nee. Das ist 1, 2, 3, 4 Erfolge. Ja. Rüttelst an den Ketten. Kannst sie nicht wirklich, also die sind wirklich enorm gut verschraubt. Aber so ein bisschen lockern kannst du das schon. Nicht so genug, dass es dich befreist, aber du kannst dich lockern. Es macht natürlich Lärm. Ja, das ist mir aber in dem Moment erstmal egal, weil ich einfach nur wieder frei sein möchte. In dem Moment, dass du dann weiter an diesen Ketten herumrasselst und so, bewegt sich irgendwas unter dir. Dann kommt der Boden fühlt sich so ein bisschen wackelig an. Und das nächste, was passieren wird, ist, dass irgendwie kalte Fontänen von unten nach oben schießen. Und es ist unglaublich kalt. Dann kommt das Gleiche von links und rechts und von oben. Dein Körper friert quasi. Dadurch wird dieses Rattern und Rasseln und an der Kette ziehen, die ja auch noch aus Metall ist, wenn Metall einfriert, besonders eklig, wenn es auf Haut ist. Aber dann wird's morsch. Dann wird's morsch, auf jeden Fall, ja. Das Problem ist, deine Bewegungen werden in dieser absoluten Kälte auf jeden Fall auch herunter. Es wird immer schwieriger, sich zu bewegen. Ja. Und irgendwann geht dann Licht an. Und zwar Licht, was ziemlich unangenehm ist. Es tut dir nicht wirklich weh, aber es ist unangenehm. Künstlich, aber doch irgendwie unangenehm. Ja, ich mach dann auf jeden Fall erstmal meine Katzenaugen wieder aus. Dann ist es nicht mehr ganz so unangenehm, immer noch unangenehm, aber... Ja, das Licht ist nicht, weil das Licht ist unangenehm, sondern es ist eher so, als ob irgendwas in dir, das kribbelt auf der Haut und es ist so ein bisschen wie ein bisschen wie Sonnenlicht, aber in Leitform. Also so Schwarzlicht, ne? Ja, so UV-Ding, ja. Ja. Ja, und dann öffnet sich die große Tür vor dir und es kommt ein Mann mit hochgeschlossenem, gerade sitzenden Anzug und Sonnenbrille, so ein bisschen MIB-Style. Tritt nicht ganz in den Raum, sondern bleibt erstmal in der Tür stehen. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Haben Sie gut genächtigt, Mister... Wie heißen Sie eigentlich? Wer will das wissen? Und ich fauche ihn richtig an. Oh, da sind wir noch nicht.
Sagen wir so. Sie können mich Herr und Meister nennen. Wenn ich könnte, würde ich jetzt auf den Boden spucken. Also kannst ich, auf den Boden spucken, ja. Ja, in der Kälte. Ich mach die Geste dafür. Aha. So hat sie am Anfang auch reagiert. Das legt sich. Ich will nicht so sein. Mein Name ist Smith. Agent Smith. Für Sie. Was für eine Überraschung. Sie können mir verdanken, dass Sie noch am Leben sind. Habe ich dafür nicht verdient, Ihren geschätzten Namen zu hören? Jemand, der mich in Ketten legt, ist definitiv kein Freund. Haben Sie die Ketten nicht auch wohl verdient? Die Katzenaugen funkeln ihn jetzt wieder böse an. Sie, Herr Doe, sind ein Geschöpf des Teufels. Warum meinen Sie, habe ich Sie am Leben gelassen und nicht sofort zu Ihrem Herrn und Meister in die Hölle zurückgeschickt? Nach dem, was Sie dort angerichtet haben. Was haben Sie vor? Das kommt ganz auf Sie drauf an, ob ich... Zunächst habe ich einmal vor, Ihren Namen zu erfahren. Diego. Dann einen schönen guten Morgen, Diego. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Er lässt sich so einen Stuhl bringen und setzt sich so vor dir auf den Stuhl. Nun, wenn Sie kooperieren, Diego, wird das alles hier gar nicht so schlimm passieren. Ich guck mir noch mal die Ketten an, die Blutbeutel, diese kleine Kammer, die mehr ein Gefängnis ist wahrscheinlich als irgendwas anderes. Ich bin mir sicher, Sie mögen es nicht besonders gerne, eingesperrt zu sein. Aber so gehen wir mit Verbrechern nun einmal um. Und erst recht mit Verbrechern Ihres Kalibers, wenn Sie verstehen, was ich meine. Eure Art ist viel zu lange unentdeckt in den Schatten unterwegs. Das wird sich ändern. Und ich werde dafür sorgen. Und Sie, Diego, werden mir dabei helfen. Ich soll dabei helfen, meine Art zu verraten. In der Tat. Ihre letzte Chance, sich ein gutes Wort beim Schöpfer wieder zu erlangen, wieder zu erarbeiten, das wieder gut zu machen, was ihre Art an Schande und Schlechtigkeit über diese Welt gebracht hat. Ihre pure Existenz ist ein Spott gegen den Schöpfer.
Das müssen Sie einsehen. Das ist, glaube ich, Ansichtssache. Sie geben mir also nicht recht. Sie meinen, das war alles völlig normal, was Sie da gemacht haben. Unschuldige töten. Blut trinken. Menschen sind auch nur Tiere. Menschen töten. Menschen töten zu Hunderten, um selber zu überleben. Und das gibt Ihnen das Recht, zu urteilen. Menschen töten aus Spaß, wir töten, um zu überleben. Das ist interessant. Ich habe niemals darüber nachgedacht, wie einfach es für eure Art sein muss, sich zu rechtfertigen. Zu verleugnen, dass man unnatürlich ist. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man mit dieser Schuld leben? Unendlich lange in den Schatten wandeln, wissen, dass man vom Antlitz des Gottes selber, der Sonne, nicht mehr wandeln darf. Und sich trotzdem einreden, etwas gut zu sein, Gutes zu tun und eine Berechtigung zu haben, auf Erden zu wandeln. Ihresgleichen ist in Gottes schöpferischen Plan nicht vorgesehen, Diego. Sie sind eine Abnormität. Wir Menschen sind die Krone der Schöpfung. Sie sind die Abweichung. Wenn dieser Mr. Smith sich Joao genauer anguckt, sieht er auch an seinem Handgelenk so eine Rosenkranzkette noch von Lebzeiten. Da würde ich mit meinem Kopf kurz draufdeuten. Wenn euer Gott das mit seinen gläubigen Anhängern macht, dann bin ich lieber auf dieser Seite. Wenn mein Gott was mit seinen Anhängern macht? Wenn euer Gott zulässt, dass wir existieren, wer ist dann die Krone der Schöpfung? Wer sagt, dass sie zulässt oder er zulässt? Leute wie mich und meinen Orden gibt es, damit es eben nicht mehr so ist, dass es ihresgleichen gibt. Ein Orden, gegründet von Menschen. Menschen, die zum Spaß töten. Wer soll denn diesen Orden sonst gründen, Diego? Euresgleichen? Seid ihr die Auserwählten Gottes? Wer sagt, dass ihr das seid? Nun, wir verrichten sein Werk. Hat er zu euch gesprochen? Und wenn es so wäre, macht es einen Unterschied? Also nicht. Die feigen Menschen, die ein höheres Wesen benutzen, um ihre niederen Machenschaften zu rechtfertigen. Ein höheres Wesen! Das meinen Sie nicht ernst, Diego. Das amüsiert mich gerade. Er nimmt sich wirklich auch so ein Glas von unserem kleinen Beistelltisch. Ein höheres Wesen. Ihr seid nicht besser wie Tiere. Wenn ihr so überzeugt davon seid, überlegen zu sein, dann lasst mich los und ich zeig dir das Gegenteil. Das brauchst du mir nicht zeigen, das hast du mir bereits gezeigt. Also hast du Angst? Ja, habe ich.
Sollte ich haben, nicht wahr? Dein Gott beschützt dich. In der Tat. Ich würde noch mal an den Ketten rütteln. Ich sehe, wir kommen an diesem Tag heute wahrscheinlich nicht mehr zu etwas. Steht auf. Dreht den Stuhl wieder so zurück, tritt ihn halt nach draußen. Es freut mich, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, Diego. Unsere Nachforschungen sind ein bisschen ins Stocken geraten. Du wirst das ändern, ob du willst oder nicht. Deine ganze Existenz ist jetzt darauf ausgerichtet, zu überleben. Nicht wahr? Das ist das, was wir immer schon getan haben und immer tun werden. Und ich lasse dich entscheiden, was wichtiger ist, dein Überleben oder das Überleben deiner Art. Weil ich und meinesgleichen die Macht dazu haben und deine Art und du Angst vor uns haben solltet. Deshalb legt ihr uns in Ketten. Weil wir es können. Der Weil dreht ihr sich rum nichts und könnt, was uns Paroli bietet. Dreht sich um, blickt dann nach deinem letzten Satz nochmal über die Schulter, zieht dann so die Brille nach oben und siehst halt zwei unterschiedlich farbige Augen. Mhm. Und zwinkert dir zu, legt die Brille wieder nach unten und schließt die Tür hinter dir. Das Licht geht wieder aus. Gute Nacht, Diego. Und dann hört man Schritte auf dem Gang, die sich entfernen. Ja, die nächsten Tage und Wochen und Stunden sind wahrscheinlich recht unangenehm für Diego. Mhm. Man wird dich da nicht, also wirst in stehender Pose halt angekettet bleiben. Man wird dich dann nicht, man gibt dir gerade genug zu trinken, dass du nicht austrocknest. Mhm. Durch das Eis und dieses merkwürdige künstliche Sonnenlicht kann man dich sehr gut in Schach halten. Mhm. Wo auch immer diese Sachen herhaben. Und ja. Irgendwann, ich weiß nicht, wie lange braucht es, um Diego oder Joao zu brechen, was das angeht? Oder hält er immer noch daran fest? Denn deine Tage bestehen aus nichts außer in die Dunkelheit schauen und stehen. Keiner unterhält sich mehr mit dir. Die Versorgung findet am Tag statt, während du schläfst. Also so ein paar Tage wird er das mitmachen. Dann wird er sich auf einen Deal einlassen. Ob er den jetzt auch genauso durchführt, steht ja noch auf einem anderen Blatt. Was schlägst du vor für einen Deal? Er soll mir sagen, was er vorhat, und ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Ja, dann wirst du am nächsten Tag, nachdem du den Deal halt so, ja, du hast ihn ja wenig, siehst ja keinen, ne? Also du hast ihn wahrscheinlich so in den Raum reingerufen oder so. Mhm. Wirst du dann am nächsten Tag in einem anderen Raum aufwachen. Vergitterter Boden. Und ja, Gitter an allen Seiten, mehr oder weniger. Eine solide Wand hinter dir, ansonsten überall Gitter und neben dir eine zweite Zelle mit einer anderen Person drin. Mhm. Eine Frau mit roten Haaren. In die Ecke ihres Käfigs gekauert,
die Hände um die Füße geschlungen, angezogen an die Brust, den Kopf auf den Knien. Du bist nicht gefesselt. Ich gucke mich erstmal um, sehe dann diesen Käfig im Prinzip. Ja, deinen und den Nachbarkäfig. Ja. Sehe dann diese rothaarige Frau. Du bist also die andere. Keine Reaktion. Kann ich irgendwie erkennen, ob in diesem Raum Mikros angebracht sind oder sowas? Wie willst du das erkennen? Also, Kameras sind da wahrscheinlich irgendwie zur Überwachung. Ich schau mal, ob der Gesichtswürfel meint, dass du das mitkriegst. Ja, also Kameras kannst du sehen. Kameras kann ich sehen. Ja. Liegt nahe, dass da noch irgendwo Mikrofone sind. Ja. Wie lange bist du schon hier? Also ich rede weiter auf sie ein. Keine Reaktion. Ich gehe dann an das, die sind ja Gitter Wand an Wand quasi. Ja. Ich gehe dann an das Gitter, das die beiden Zellen verbindet. Ist das so Stäbe oder so? Mhm, Stäbe, ja. Kannst auch durchpacken. Fass dann halt die mit meinen beiden Händen die Stäbe an. Geh dann da halt ganz nah dran. Wir können hier rauskommen. Zu zweit sind wir stärker. Ja, es geht so ein kleiner Ruck durch den Körper, aber schaut dir nicht an und antwortet auch nicht. Da, wo ich herkomme, hält man zusammen. Jetzt hebt sie den Kopf, blickst in ein junges Gesicht, was, ja, die Augen sind tief mit so Augenringen drum irgendwie, ne, also sie sieht nicht gesund aus, blass natürlich, und ja, es sieht so ein bisschen aus wie verheultes Make-up, aber wenn du genauer hinsiehst, ist es Blut. Anstatt Make-up. Allerdings verschmiert. Um die Augen rum. Was erwartet uns hier? Nichts. Nichts? So schätze ich den Typen nicht ein. Wenn er von seiner Krone der Schöpfung faselt. Wovon redest du? Diesen Mr. Smith, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Zuckt kurz zusammen. Der weiß genau, warum er mich nicht losgemacht hat, dann wäre er jetzt schon zwei Köpfe kürzer. Was hat er mit dir gemacht? Das willst du nicht wissen. Vergräbt das Gesicht wieder auf den Knien.
Und dann murmelt sie halt so in diese Pose halt rein. Mich hat er losgemacht. Und er lebt noch. Respekt. Haben sie dich auch verkauft? Verkauft? Warum bist du hier? Das Erste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in einem Leichenschauhof aufgewacht bin. Den Laden habe ich auseinandergenommen. Und dann haben sie mich tags gefunden, weil ich nicht mehr aus dem Laden rauskam. Und dann bin ich in dieser Kammer aufgewacht. Festgekettet und als ersten Gesprächspartner diesen freundlichen Mr. Smith. Schaut wieder nach oben, schaut dich dann an. Treibt sich so irgendwie die Reste von ihrem blutigen Tränen wahrscheinlich irgendwie aus dem Gesicht. Versucht ein bisschen normaler auszusehen. Bist einfach so hier. Wie denn sonst? Wieso bist du hier? Wer hat dich verkauft? Alle. Das sind ganz schön viele. Kriecht so ein bisschen an den Gittern lang und kommt irgendwie näher. Wo kommst du her? Also, bevor meine Erinnerung aussetzt, war ich in Ojinaga, Mexiko. Mexiko. Das heißt, du kommst nicht von hier. Wo sind wir denn? Im Nichts. Im Nichts? Das sieht hier nach ganz schön viel für nichts aus. Ja, es ist ein bisschen unruhig. Man merkt dir so an, dass sie irgendwie mit dieser Selbstsicherheit, die George ausstrahlt, irgendwie gerade so überhaupt nichts irgendwie gar nichts damit anfangen kann. Es ist so ein bisschen noch, die ist halt komplett gebrochen, das merkt man. Und Joao ist jetzt irgendwie was so, was ihr ähnlich ist, was sie merkt und wittert. Und du siehst auch so an ihrem Blick so dieses, das Tier in den Augen kann Joao durchaus wahrnehmen, wenn er drauf achtet. Kann ich irgendwo ran erkennen, was für ein Vampir sie ist? Also so äußerliche Merkmale? Nee, äußerlich kannst du es nicht einschätzen. Kannst sie fragen. Zu welchem Clan gehörst du? Überlegt kurz, ob das irgendwie. Schaut dann so zur Kamera rüber. Zuckt dann mit den Schultern. Gangrel. Siehst du, da haben wir schon was gemeinsam. Ja, die Augen werden so ein bisschen größer. Ich würde einfach nochmal, um sie so ein bisschen aus der Reserve zu locken, vielleicht ein bisschen aufmuntern, nochmal meine Katzenaugen anmachen.
ist dann zwar ein bisschen heller für mich, aber das nehme ich dann jetzt ein bisschen in Kauf. Ja, da es allgemein so ein bisschen diesig, dimmerig ist, das macht das, kannst du so viel besser sehen jetzt auch. Ja. Ja. Also, du erntest ein kleines Lächeln. Und wie ich sagte, da wo ich herkomme, passen wir aufeinander auf. Das habe ich auch mal gedacht. Und dann? Hat man mich verkauft. An die hier. Wer von uns macht sowas Abartiges? Alle hier. Sogar meine Freunde. Und die, die auf mich aufpassen und auf die ich aufgepasst habe. Dann wird Zeit, dass wir hier rauskommen und mal ordentlich da draußen aufräumen. Es gibt keinen Weg nach draußen. Hast du es versucht? Ja, viele Male. Wo es einen Weg rein gibt, gibt es auch einen Weg raus. Die Strafe ist nicht angenehm. Dreht dann so einen ihrer Arme irgendwie an von ihrem Knie weg und du siehst halt so Brandmarken an den Unterarmen. Von gestern. Ja, du als gläubiger Vampir kannst das vielleicht sogar als so so Heiligenbildchen erkennen, was man dir da eingebrannt hat. Er lügt nicht, wenn er sagt, dass die Menschen die Auserwählten Gottes sind. Und wir die Abnormität. Wieso bist du da so sicher? Weil ich es gesehen habe. Was hast du gesehen? Was er mit der Kraft seines Glaubens kann. Wenn Gott uns gewollt hätte, warum schmerzt es dann, wenn wir seinem Wort hören, wenn er es liest? Warum schmerzt es, wenn er uns mit seinem Kreuz berührt? Warum haben wir diesen Hunger? Und müssen töten, um zu überleben. Ich hab's ihm vor 3, 4, 5, keine Ahnung, Tagen gesagt. Menschen töten aus Spaß, weil wir überleben wollen. Wer ist das Monster? Meine Art hat mich verkauft an diese Leute. Sie sind nicht besser als die Menschen. Anders, aber nicht besser. Und du redest von da, wo du herkommst, hält man zusammen? Wie soll das funktionieren? Okay, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Ich weiß nicht mal, wo hier ist. Aber da, wo ich herkomme, halten die Gangrel zusammen. Wie ein Rudel. Hier gibt es keine Gangrel außer mich.
bin allein. Zumindest war ich das. Und du möchtest jetzt lieber hier versauern? Nein. Dann lass uns dafür sorgen, dass wir hier gemeinsam rauskommen. Weg von hier. Und dann? Wo auch immer hier ist, neu aufräumen. Was meinst du mit aufräumen? Eine Stadt schaffen, wie da, wo ich herkomme. Wo man aufeinander aufpasst. Wo man füreinander da ist. Wie es bei uns sein sollte. Freiheit. Ja, Freiheit. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier bin. Oh, es tut gut, jemand anderen hier zu haben. Niemand sollte alleine sein. Fürs Erste kannst du mich Diego nennen. Und ich zwinker ihr zu, sodass ich hoffe, dass sie merkt, dass das nicht mein richtiger Name ist. Ich bin Anna. Schön, dich kennenzulernen. Drückt sich so an den Gitterstäben ein bisschen hoch. Man hört so ein bisschen die Knochen knacken, wenn sie aus irgendwie einer angestrengten Position halten. Passiert ja manchmal. Richtet sich dann erst das erste Mal auf. Ich weiß nicht, ob das ein Trick ist von denen. Bist du ein Trick? Blickt wieder Richtung Kamera. Wenn ich ein Trick bin, dann einer, auf den ich selber reingefallen bin. Also bist du ein Trick. Ich weiß nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Geschweige denn, wo ich bin. Die einzige Person, die ich seitdem getroffen habe, ist dieser äußerst ekelhafte Typ. Smith. Richtig. Das ist gefährlich. Sind alle gefährlich. Wie kommt man hier am besten raus? Ich weiß es nicht. Hast du nicht gesagt, du hast es versucht? Gitterstäbe zerbiegen. Leute anfallen, sich zwingen, den Tag über wach zu bleiben, wenn sie einen versorgen und dann anzugreifen. Alles probiert. Ich bin einmal 2 Stockwerke nach oben gekommen. Das ist die weiteste Sache, wie ich gekommen bin. Danach haben sie mir die Haut abgezogen. Als Strafe. Und haben Experimente dran gemacht, wie schnell sie wieder regeneriert. Wie viel Blut es braucht, damit sie regeneriert. Und, beim anderen Mal, wo ich den Pfleger angegriffen habe, haben sie mir danach die Eckzähne entfernt und haben gewartet, wie lange es braucht, bis sie wieder nachwachsen.
Ich bin ein lebendes Versuchsobjekt, Diego. Und ich denke, das Gleiche bist du bald auch. Während Anna das so erzählt, wird ihr auffallen, dass ich meine Hände, die an den Gitter stehen, sind immer fester zusammendrücke und vielleicht auch dieses Gitter zusammenquetsche. Also auch, dass ich da ziemlich wütend drüber werde, was sie da so erzählt. Sie haben aber einen entscheidenden Fehler gemacht. Welchen? Sie haben mich zu dir gesteckt. Ich weiß nicht, was Sie sich davon versprechen. Ich weiß auch nicht, was Sie sich davon versprechen, aber ich bin mir ziemlich sicher, Sie werden es bereuen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, 2 Stockwerke. Wie viele Stockwerke musst du? Ich weiß nicht. Es war ein langes Treppenhaus. Und ich bin schnell. Kann ich mir vorstellen. Wie haben sie dich aufgehalten? Dieses Licht. Es ist unangenehm, ja. Und wenn Smith aus der Bibel vorliest, es tut weh in den Ohren. Das Ding in mir drin wollte fliehen und ich bin zurückgelaufen, anstatt nach oben. Es reicht, wenn er spricht, Diego. Bis vor ein paar Minuten hatte ich aufgegeben. Und nun stehst du hier und bist gleich ein paar Meter größer. Ich weiß, dass ich nicht die Größte bin. Ich habe das ernst gemeint. Wir sind nicht dafür da, auf den Boden zu kriechen. Das ist richtig. Wenn ich hier rauskomme, will ich frei sein und will auch nie wieder vor irgendjemanden kriechen. Und die Leute zur Rechenschaft ziehen, die mich hier reingebracht haben. Was sie definitiv verdient haben. Du hilfst mir dabei, nicht wahr? Ich guck mich um. Ist sonst noch jemand hier? Nicht, dass ich jemanden wüsste. Dann heißt es wohl 2 gegen alle. Sie lässt sich wieder zurücksinken, irgendwie. Jetzt setzt sich wieder hin, hockt sich in den Schneidersitz. Ist gar nicht so einfach, einen Plan zu schmieden, wenn sie die ganze Zeit zuhören. Ich habe aber auch nichts, wo ich was mit dieser Technik anfangen könnte.
Ich habe leider von dieser ganzen Überwachungstechnik keine Ahnung. Kennst du dich damit aus? Nein. Wenn Sie die ganze Zeit zuhören, wissen Sie sowieso, was Sie erwartet. Du redest so selbstsicher. Ist das ein Problem? Es ist nur ungewohnt. Es erinnert mich an mein früheres Ich. Tut gut. Da, wo ich herkomme, habe ich schon zu Lebzeiten viel Scheiße gebaut. Ich war immer artig. Zwinkert dir zu. Wenn du viel Mist durchstehst, lernst du über den Dingen zu stehen. Wollte immer nur frei sein. Das ist nichts Verwerfliches. Und dafür kämpfen wir jetzt. Was hast du vor? Wie läuft der Tag jetzt oder die Nacht hier ab? Ich weiß nicht. Meistens machen sie irgendwelches Zeug. Alles Mögliche. Vom Aufschneiden und Heilen zuschauen, wie ich dir das eben schon gesagt habe, bis zu irgendwelchen Wissenstests. Oder sie geben mir Tiere zu essen. Schauen, wie ich auf verschiedene Blutsorten reagiere. Einmal haben sie mich vergiftet mit irgend so einem merkwürdigen Ding, was ich trinken musste. Ich habe die ganze Nacht kotzen müssen. Schauen, wie wir reagieren, wie viel Licht es braucht, bis wir zurückschrecken. Wie viel Feuer wir vertragen können, wann wir vor Feuer zurückschrecken und wann nicht. Sie machen schon so lange Experimente an ihr, sie wissen alles über uns, habe ich das Gefühl. Sie können nicht alles über uns wissen. Dann wärst du nicht mehr hier und dann wäre ich nicht hier. Ich weiß auch nicht, was sie noch brauchen. Vielleicht untersuchen sie jetzt, wie sich zwei von uns, weiß nicht, verhalten, wie wir zusammenarbeiten. Ich hoffe nicht. Dann haben sie sich die denkbar ungünstigste Kombination ausgesucht. Der Erste, der hier reinkommt, wird es nicht überleben. Tötest du immer so einfach? Einfach nicht, nein. Ich habe schon mal töten müssen. Wie kommst du damit klar? Ich töte, wenn der andere es verdient hat. Und wer verdient das? Menschen, die grausame Dinge anstellen. Ich halte ihr meinen Arm hin, da es unter diesen ganzen Tattoos sind auch so ein paar Gefängnistattoos tatsächlich dabei.
Der hier hat meine Freundin umgebracht. Zu Lebzeiten. Das war das Letzte, was er tat. Leute, die es verdienen. Du meinst, dann ist es nicht schuldhaft? Dann muss man keine Angst haben, was falsch gemacht zu haben? Bei mir ist es so. Ich sage nicht, dass das für alle gilt. Für wen gilt's dann? Für mich. Und für mich? Du musst für dich einen Weg finden, damit umzugehen, wann Tod gerechtfertigt ist und wann nicht. Ja, es arbeitet so in ihr, man sieht das so im Gesicht so. Wiederholt immer wieder dieses, die es verdient haben, vor sich hin. Und die alten Leute in den Sozialstunden würde ich niemals umbringen. Welche Sozialstunden? Die ich zwischendurch mal daheim verrichtet habe. Die alten Menschen im Altenheim waren richtig nett. Ah. Wusstest du gar nicht, dass es das bei euch da drüben gibt? So weit weg sind wir wahrscheinlich auch nicht, wo auch immer wir hier sind. Dieser war genau Ort, an der Grenze. Dieser Ort ist so nah und gleichzeitig so weit weg von allem anderen. Er ist etwas Besonderes. Meine beste Freundin hat bei dem Wort beste Freundin verzieht sie das Gesicht. Hat immer gesagt, dass es ein Zufluchtsort wäre. Aber mir kommt es eher wie ein Gefängnis vor. Deine beste Freundin ist nicht hier gewesen, oder? Nein. Ist sie noch deine beste Freundin? Ich weiß nicht. Was wirst du tun, wenn wir hier rauskommen und ihr begegnest? Ich will dir nicht begegnen, glaube ich. Dann hat sich das mit der Freundschaft, glaube ich, auch erledigt. Ich lasse Freundschaften nicht einfach so fahren. Hat sie dich auch verkauft? Alle haben mich verkauft. Dann wohl sie auch. Das tun Freunde nicht. Du hast ihr Gesicht nicht gesehen, als sie mich abgeholt haben. Das ist richtig. Wenn ich hier rauskomme, werde ich... Ich weiß nicht. Dieser Ort ist klein. Und wie ich schon sagte, er ist ein Gefängnis. Zumindest für unsere Art. Deswegen denke ich, bin ich auch die Einzige hier meiner Art.
wenn hier niemand rauskommt, dann sind meine Freunde auch noch hier. Du hast Freunde? Schaut so ein bisschen fragend in deine Richtung. Ich kannte sie jetzt nicht lange, aber wenn man Mist miteinander durchmacht, schmeißt das zusammen. Und wenn ich hier bin, sind sie garantiert auch hier irgendwo gestrandet. Hier bei der zweiten Inquisition? Ich wünsche es ihnen nicht. Aber da draußen muss es ja mehr geben als nur das hier. Vielleicht sind sie entkommen. Der Stadt entkommt niemand. Vielleicht sind sie dem Bestattungsinstitut entkommen. Wieso Bestattungsinstitut? Weil ich da aufgewacht bin. Die haben mich für tot gehalten. Mich aufgeschnitten. Du bist tot. Ja. Hat sie dann auch überrascht, dass ich mich bewegt habe. Kann ich mir vorstellen. Wenn wir hier rauskommen, suchen wir deine Freundin und wir suchen meine Freunde. Dann krempeln wir den Laden um. Und dann zeigen wir es allen, die es verdient haben. Richtig. Richtet sich wieder auf, kommt dann so Richtung, wie das erste Mal so in deine Richtung wirklich, also näher an dich dran, sodass man auf Armesreichweite dran ist und hält dir so die Hand hin. Ich schlag ein. Nicht so feste, wie ich einschlagen würde, weil vor mir steht immer noch eine Frau. Ja, und nicht zierliche Frau sogar. Was jetzt ja bei deinesgleichen nicht viel heißt. Ja, weil meinesgleichen ist viel zierlich, das ist richtig. Ja, dann es wird die nächsten Tage nicht viel passieren. Ihr werdet euch vielleicht noch mehr unterhalten, irgendwie ein bisschen anfreunden. Wirklich viel, also Menschen seht ihr kaum. Hin und wieder ist es so ein wissenschaftlich aussehender Mann mit so einem weißen Kittel und so einer merkwürdigen Brille mit so mehreren Vergrößerungsgläsern hintereinander oder irgendwelchen technischen Helmgeräten. Irgendwie, irgendwann hat einer euch mal mit so einer Art Laserding irgendwie vermessen oder irgendwie sowas. Zumindest dich. Bin ja noch neu. Ja. Aber ja, es ist irgendwie komisch. Ein paar Tests musstest du irgendwie so, Koordinationstests hat man dich machen lassen. Irgendwie so Bilder wiedererkennen und so. So ein bisschen kognitive Sachen. Weiß nicht, vielleicht hast du absichtlich Sachen falsch gemacht oder so, keine Ahnung. Oder hast du mitgemacht, vielleicht weil es sonst langweilig gar nicht so ist. Unabsichtlich Dinge falsch gemacht. Ja. Ja. Ja, der Schlauste ist Joao auch nicht. Und, ja. Dann irgendwann, nach ein paar Tagen, vielleicht so am Ende der Woche, wird, ja, der Mr. Smith wieder irgendwie zu euch treten. Zumindest erstmal in deine Richtung. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, hat nicht mehr diesen Man in Black Anzug an, sondern hat irgendwie, es sieht ein bisschen legerer aus, hat also das Hemd so geöffnet. Kein Jackett an, aber eine Anzughose trägt er trotzdem noch und ziemlich teuer aussehende Schuhe. Immer noch diese Sonnenbrille auf. Stellt sich dann irgendwie. Gut. Interessante Sachen haben wir herausgefunden, Diego. Hat sich jetzt schon gelohnt. Guter Junge.
bei diesem guter Junge, wenn er mich so ein bisschen mit wie so ein Hund behandelt, ball ich die Fäuste. Funkel ihn echt böse an. Wird er vielleicht auch merken, dass mir das nicht sehr gefällt, dass er mich wie ein Hund behandelt. Nun, ich muss dir leider etwas recht geben, Diego. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Weißt du, ich bin ein Mann meines Wortes. Ich halte, was ich verspreche. Und ich habe versprochen, keinem eurer Art in den Grenzen dieses Gebietes hier etwas anzutun. Der es nicht verdient hat. Ich gucke kurz zu Anna rüber, gucke dann wieder zu ihm rüber, verschränke dann meine Arme. So. Ja, die gute Anna war Teil des Deals. Ich bin nicht blöd, Diego. Warum sollte ich mich auf so einen Deal einlassen? Keinen dieser teuflischen Geschöpfe, wie ihr beide es seid, ein Haar zu krümmen, wenn ich davon keinen Vorteil hätte. Der Vorteil ist was? Der Vorteil ist Anna. Was versprecht ihr euch von ihr? Oh, wir haben schon sehr viel gelernt. Was nützt euch dieses Wissen, wenn ihr nicht vorhabt, irgendwem da draußen irgendwas damit anzutun? Innerhalb dieser Gebietsgrenzen hier. Der Deal-Ding gilt nicht für Chicago oder New York oder Madrid oder Rom. Aber für dieses kleine Städtchen hier. Ich bin davon ausgegangen, dadurch, dass ihr, du und deine Freunde hier so eingedrungen seid, dass sich keiner um irgendeinen Doi um euch scheren würde, es reicht nicht nach dem, was du getan hast mit dem Leichenschauhaus. Aber irgendjemand scheint euch zu mögen. Wer mag mich? Wer weiß überhaupt, dass ich hier bin? Ja. Du merkst jetzt so ein Ziehen im Nacken. Irgendwie so ein Schauer, der dir über den Rücken läuft. Und merkst dann, dass Anna sich von der einen Ecke der Zelle in die andere zurückzieht. Irgendwie mehr zu dem Smith hin. Und von deinem Rücken weg. Wenn du dich dann umdrehst, um zu schauen, ob da irgendwas ist hinten, auf der anderen Seite, siehst du eine Gestalt, die in den Schatten steht. Ähnlich groß wie du. Und nicht mehr als Schemen erkennbar. Spricht dann mit einem tiefen, ganz tiefen Ton, der so ein bisschen so ein Kratzen noch irgendwie drin hat. So ein
unterschwelliges Kratzen. Ich. Ich schaue über meine Schulter, sehe dann ja diesen Schemen. Wir wurden noch nicht vorgestellt. Ich habe nicht vor, das zu ändern. Okay. Dann gucke ich wieder zu Smith. Der grinst. Die Krone der Schöpfung braucht unsergleichen als Unterstützung. Diesmal grinse ich ein bisschen provokativ. Sie verstehen nicht ganz die Ausgangslage, Diego. Es ist genau umgekehrt. Eure Art braucht die Krone der Schöpfung, um zu überleben. Was wäre, wenn die Krone der Schöpfung von der Erde getilgt wäre? Ihr würdet elendlich verhungern. Nicht wahr? Schaut auf Anna. Du hörst dann... Trotzdem habt ihr Angst vor uns. Sonst würdet ihr nicht so einen Deal eingehen. Die tiefe Stimme finden spricht dann: Sie haben Angst vor uns und wir vor ihnen. Ein Patt. Dann kann der eine nicht ohne den anderen. Weise. Da, wo ich herkomme, nennt man das Leben und Leben lassen. Und nicht Leben und den anderen einsperren. Ja, keine Antwort von denen. Der Schatten richtet sich dann an Smith und meint: Er ist mein. Bereiten Sie alles vor, dass er entlassen wird. Ich kümmere mich dann selbst um ihn. Er wird niemanden in dieser Stadt mehr etwas tun. Nicht wahr? Ich guck noch mal, wie Smith darauf reagiert. Der grinst nur vor sich hin. Dann gucke ich diesen Schatten an, zuck mit den Achseln. Wir hatten einen Deal, Smith. Dieser Vampir dort ist nicht Teil des Deals. Nehmen Sie die Toten, die er hinterlassen hat, als Bezahlung für Ihren Dealbruch. Dann sind wir quitt. Aber er hat getötet, bevor wir ihn gekascht haben. Wie soll ich das als Bezahlung ansehen? Sie wollen unseren Friedensvertrag wegen diesem aufs Spiel setzen. Es gibt viel zu lernen von ihm. In den paar Tagen, die er hier war, hat er schon unglaublich viele Dinge preisgegeben. Anna meldet sich dann: Nein, er hat nichts gesagt. Gar nichts hat er gesagt. Smith grinst nur. Und du siehst dann wenn du über die Schulter in den Schatten schaust, siehst du so ein Augenpaar, was in den Schatten aufleuchtet. Mhm.
Lassen Sie diesen Neuen frei. Er ist nicht Teil unserer Abmachung. Dann tritt der Schatten wieder zurück. Die Augen verschwinden und man ist dann nicht mehr zu sehen. Du kannst mal einen Test machen mit auf deinen Awareness und Wits. Ah, ein Erfolg. Das ist so typisches D-Rex-Gewürfel. Nee, das geht nicht. Solltest keine Spiele spielen mit Würfeln. Sie mögen mich halt nicht. Ja, dann wirst du nichts großartig mehr extra wahrnehmen können. Ja, Smith wendet sich dann an dich. Nun, in einer Sache hatte er recht. Ich kann es nicht aufs Spiel setzen, wegen dir, Diego, den ganzen Deal zu gefährden. Wie gesagt, ich bin nicht dumm. Einen Krieg zum jetzigen Zeitpunkt würde ich gerne vermeiden wollen. Den solltet ihr immer vermeiden wollen. Wir lernen, Diego. Und je mehr wir lernen, desto wahrscheinlicher wird, dass wir den Krieg gewinnen. Wir sind auch nicht dumm. Verabschiede dich von deiner neuen Freundin, Diego. Ich gebe euch ein paar Minuten zu zweit. Dreht sich um, verlässt sie. Den großen Raum. Dann, ich nehme an, ich bin immer noch eingesperrt. Ja, du bist in dem Käfig immer noch. Ja. Dann gehe ich wieder zu dieser Verbindungswand. Ich hol dich hier raus. Du kommst raus. Und ich hol dich hier raus. Mach nichts Dummes. Bei uns passt man aufeinander auf. Und du bist einer von uns. Halt nur noch ein bisschen durch. Da draußen habe ich sicher mehr Möglichkeiten, dich hier rauszuholen. Oder weniger. Ich werde alles dran setzen, dich hier rauszuholen. Danke. Ich halte ihr nochmal die Hand hin. Versprochen. Nimmt die so? Schaut dann irgendwie so in deine Richtung. Danke. Dann mache ich diese Rosenkranzkette von meinem Arm ab. Gebe ihr die. Die hole ich mir zurück. Kann ich nicht annehmen. Warum nicht? Es ist deine. Ein Geschenk für einen Freund. Außerdem passt du eh nur darauf auf, bis ich sie mir wiederhole. Hm.
Herz allerliebst. Tönt es dann irgendwie von der einen Seite und der Smith taucht wieder auf. Schade, dass ich dich abgeben muss, Diego. Wie groß ist der eigentlich? 1,90 oder so. Also auch schon relativ groß für mich. Also ja, gut, dann wird das mit von oben herab anschauen nichts. Ja, das wird im Sinne von oben herab, weil der Käfig so ein bisschen höher ist. Also kannst du ihn dann schon von oben angucken. Also, ich gucke ihn sehr widerwärtig an. Also? Ja. Deal ist Deal, nicht wahr? Wenn man ehrlich ist, auf jeden Fall. Wie kriege ich noch ein bisschen was aus euch raus? Diego. Das war nicht Teil des Deals. Ich weiß. Aber es wäre schön. Was wird... Ich gucke noch mal in den Schatten. Keine Ahnung, ob er noch da ist. Er dazu sagen, wenn er das von mir erfährt. Ich denke, er wird nicht sonderlich erfreut sein. Aber wie war weißt das, du was? Einen Krieg riskieren? Ich glaube nicht, dass er einen Krieg wie bei so eine Kleinigkeit anfängt. Vielleicht kriegen wir ihn ja auch. Und wenn er nicht mehr da ist, ist der Deal eh überflüssig. Er ist derjenige, der die Vampire in dieser Stadt in Schach hält. Es gibt einen Deal. Tür auf. Ach, so einfach mache ich es dir nicht mehr, an die Kehle zu gehen. Na, jetzt würde ich das auch nicht tun. Das Wissen darum, dass es passieren wird, ist viel zu schön. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, Diego. Vielleicht dann auch Auge in Auge. Und dann heißt es Zahn um Zahn. Kennst die Schrift gut. Das macht Gott mit seinen Anhängern. Wie ich schon mal sagte. Weißt du was? Ich habe Respekt vor dir, Diego. Und deswegen möchte ich, dass du weißt, was mit deiner neuen Freundin passiert, wenn du weggehst jetzt hier. Sie ist nicht mehr nützlich für uns. Dein Ich hol dich hier raus, Schatz, erübrigt sich. Wenn du gehst, werde ich hier die Sonne reinlassen. Das könnt ihr nicht machen. Wieso nicht? Du bist Teil des Deals. Du gehörst uns.
Du kannst uns nichts mehr beibringen, wenn er weg ist. Dafür habt ihr sie verdammt lange hier behalten, wenn sie jetzt nutzlos ist. Und ich möchte, dass, wenn wir uns wiedersehen, Diego, dass du genau Bescheid weißt, dass du sie auf dem Gewissen hast. Lass mich raus und ich zeig dir wen anderen, den ich auf dem Gewissen habe. Fahrt sie zum Sonnenplatz und lass dann diesen Diego raus, wie wir es versprochen haben. Dreht sich um und geht wieder. Ich würde versuchen, ihn durch die Gitter zu greifen. Ja, der ist halt guten Abstand. Das ist so. Du kannst halt versuchen, aber du wirst halt nicht drankommen. Okay. Also, so blöd ist er nicht. Wir haben ja gelernt von Anna, wie weit man Abstand halten muss. Ja. Das nächste, was passieren wird, ist, dass man auf die Zeit wartet, wo ihr normalerweise einschlaft. Möchtest du dagegen ankämpfen zu schlafen? Ja. Wach bleiben? Ja. Okay, ich würfel mal für. Ja. Anna muss leider schlafen. Aber ich denke, du kannst es aufgrund deiner Fähigkeiten auf jeden Fall wach bleiben. Du kannst dich dazu zwingen. Das Tier in dir wird rebellieren und will das, ja, Fruchtensand, dieses Gefühl, von der Sonne zu fliehen. Aber du wirst dann mitkriegen, dass über euch die Decke quasi weggeht und ein großer Kran erscheint, die Käfige anhebt. Inklusive euch. Und dann werdet ihr verladen über ein kompliziertes Verladesystem aus mehreren Kränen auf einen großen gepanzerten Truck geladen. Siehst mehrere von diesen Gestalten mit diesen Gasmasken. Merkwürdige, komisch futuristisch aussehende Waffen, die sie bei sich tragen. Zumindest hast du solche Gewehre noch nie gesehen. Das eine, da sieht ein bisschen noch mit dem Ding, was der Typ auf dem Rücken trägt, aus wie ein Flammenwerfer. Und ja. Dann wird es dunkel in dem Truck um euch und man merkt, wie man fährt. Sind wir immer noch in den Käfigen in dem Truck? Genau. Samt Käfig verladen. Sind das dicke Gitter? Ja. Kann ich die aufbiegen? Anna hat das auch schon mal geschafft. Kannst du versuchen. Mach mal Strength und Brawl. Ja, zwei Erfolge. Du hast keine übernatürlichen Fähigkeiten, die dir dann nutzbar machen kannst, die das noch unterstützen. Könntest Willpower ausgeben, um 3 neu zu würfeln? Ja, würde ich machen. Noch habe ich sie, ja. Ja. Was passiert, wenn die Willpower leer ist? Dann kriegst du -2 auf alles. Okay. Muss man ja im Auge behalten. Also nochmal 2 Erfolge mehr. Ihr fahrt neben dir in der Zelle, also das dauert alles ziemlich lange.
Und neben dir in der Zelle erwacht Anna langsam wieder. Man sieht so diesen tierischen Blick in den Augen. Wo sind wir? In dem Moment, wo du halt anfängst, die Stäbe so ein bisschen zu verbiegen. Und tatsächlich sie ein bisschen nachgeben. Wir sind hier in einem Wagen. Ich hole uns hier jetzt raus. Wagen? Was für ein Wagen? Keine Ahnung, wir bewegen uns. Der Sonnenplatz. Nein, nein. Deshalb hole ich uns hier jetzt raus. Wenn dann das eine Gitter mal so breit genug ist, dass ich da zu ihr durch kann, würde ich Ja. dann für uns einen Ausgang bei ihr dann in der Tür machen. Vielleicht die Tür auftreten, wenn da noch irgendwas ist oder irgendwas in der Art. Ja, also zumindest kannst du mit dem Test halt zu ihr rüber, ja. Und ja, dann mach noch mal einen Test für den nächsten Ausgang. Sind auch 4 Erfolge. Mit vereinten Kräften, also sie wird auch helfen. Schafft ihr es dann tatsächlich so irgendwie aus diesen Gitterkäfigen euch rauszuschlängeln? Dann sind wir ja jetzt in diesem Wagen drin. Pass auf, Anna. Wir stemmen uns jetzt mit aller Kraft gegen diese Türe vom Lieferwagen. Und wenn wir hier rauskommen, rennen wir jeder in irgendeine Richtung möglichst weit weg. Du sagst, diese Stadt ist nicht groß. Wir werden uns finden, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Gut. Dann. Dem Moment geht so ein Sichtschlitz von der Richtung der Fahrerkabine auf und direkt wieder zu. Wir sollten uns beeilen. Dann nochmal der Stärketest, um die Tür nach draußen aufzubrechen und die gepanzerte Tür von innen aufbrechen zu können. Wahrscheinlich nimmst du Anlauf, springst dagegen oder machst irgendwie sonst irgendwas. Na, das will Road 20 dann jetzt aber, dass das klappt. Ja, 4 Erfolge, aber diesmal ist es nicht nur ein Gitterstab, sondern diesmal ist es eine gepanzerte Tür. Aber Anna macht ja auch mit. Genau, ja. Ihr werft euch mit voller Wucht dagegen und es gibt auch leicht nach. Irgendwie das Fahrzeug kommt so ein bisschen ins Schlingern auch. Und ein bisschen gibt es nach. Nächster Test, um das auszunutzen, dass es so ein bisschen nachgibt vielleicht. Immerhin noch ein Erfolg, das macht es nicht zum Patzer. Puh. Willpower. Ja. 3 darf ich nachwürfeln, ja? Ja. Drei Erfolge. Insgesamt wieder 4. Das heißt, es ist ganz gut. Wenn es wo es drauf ankommt, würfelt auch der D-Rex gut. Die Tür gibt wieder ein Stückchen weiter nach. Und in dem Moment geht so eine, ja, gibt es so ein Zischen und eine Zwischentür zur Fahrerkabine vorne geht auf und es steht einer von diesen vermummten Gestalten in der Tür. Du hast jetzt die Wahl, entweder nach hinten aufhören mit dem gegen die Tür poltern oder den Typen angreifen oder nochmal gegen die Tür und die dann endgültig aufbrechen. Raus. Test. Vier Erfolge. Die Tür berstet ein Stück weit irgendwie auf. Man sieht, wie ihr beide mit vereinten Kräften irgendwie diese Panzertür verbiegt richtig. Und es genug Platz gibt, dass man durchkriechen kann. Und ja, die
Der Soldat von hinten nähert sich. Stopp! Nein! Uff. Und ja, wollt ihr raus? Ja. Anna klettert vor, klettert auf jeden Fall raus. Raus. Und du kletterst raus. Und dann steht ihr in einem dämmerigen Licht draußen. Die Sonne ist noch nicht ganz untergegangen. Und es tut höllisch weh auf der Haut. Fängt an zu qualmen. Der springt halt auf die Straße, ne? Irgendwie der Truck fuhr ja und so, das heißt erstmal, ne? Und dann realisieren, scheiße Sonne. Ist da eine dunkle Ecke? Irgendwo? Ja, eine enge Gasse oder sowas? Ja, ihr seid in der Wüste. Und da ist garantiert, also das sind vielleicht irgendwo ein paar Büsche, wo man sich hinterschmeißen kann. Aber richtig dunkle Gasse oder so ist es nicht. Man sieht aber noch die letzten Überreste am Horizont von der Stadt. Also vielleicht kann man sich da irgendwie, wenn ihr schnell genug lauft. Du hörst nur noch Anna rufen. Sonne! Ah! Ich brüll Anna an. Lauf zur Stadt, so schnell du kannst. Und gib dann auch Gas. Läuft, er lauft. Nur es fällt euch immer schwerer. Und ja. Die Sonne knallt auf euch herunter. Es ist zwar schon die untergehende Sonne, aber es ist nichtsdestotrotz die Sonne. Mhm. Und ihr lauft, du merkst, dass Anna langsamer wird. Dass es irgendwie aufplatzende Wunden irgendwie sich. Also, sie hat ja nur so einen Sträflingskittel an. Die war sehr zierlich, ne? Ja. Ich nehme die über die Schulter und renne so schnell ich kann weiter. Läuft, ja. Seelenstärke, ja, was, ja, genau, hat er. Und deswegen schafft er das auch, solche Sachen noch halbwegs gut auszuhalten und läuft. Und, ja, die Stadt ist trotzdem noch etwas weiter weg hinter euch. Fallen Schüsse. Und ich würfel nochmal den Gesichtswürfel. Oh, scheiße. Einer der Schüsse trifft dich am Bein. Nur eine Fleischwunde, das ist jetzt wichtiger. Immer, zwar eingeschränkt, aber immer noch so schnell, wie es geht. Außerdem bin ich ja ein zäher Hund. Mhm. Also du hörst das Quietschen und dieses so ein zischendes Geräusch von auf deiner Schulter. Er reicht die ersten Ausläufer der Häuser und siehst tatsächlich zufälligerweise, dass da so ein Kohlenkeller-Ding offen ist. Da rein. Ja. Schmeißt vielleicht erst Anna vor so. Erst Anna rein und dann springe ich hinterher. Springt Zhao hinterher. Und da unten, ja, wird das ganze Ausmaß der Sache klar. Also Anna ist völlig verbrannt. Teilweise ist schon der kleine Finger zu Asche zerfallen. Die einigen Extremitäten irgendwie bis, ja, teilweise der Knochen schon zu sehen. Bei dir geht es nicht viel besser. Es tut unglaublich weh. Und was jetzt? Ich würde ihr so ein bisschen gegen die Wange klopfen, ob sie noch bei Bewusstsein ist. Ja. Wenn sie atmen müsste, würde sie wahrscheinlich schwer atmen. Hier sind wir fürs Erste hoffentlich sicher. Die Soldaten. Ich würde noch mal zu dem Kohlenkeller gehen und die Klappe zumachen. Bleibt nicht viel Auswahl, wo wir uns verstecken, nicht wahr? Viel Wahl haben wir nicht. Wir müssen entkommen. Ja, aber wir warten erstmal, bis es war jetzt Sonnenuntergang, ne? Ja. Wir warten jetzt erstmal, bis es richtig dunkel ist.
Das überleben wir beide nämlich nicht. Gut, dann wartet ihr da. In der Zwischenzeit würde ich ihr dann auch tatsächlich, jetzt wo wir auch mal ungestört sind, meinen richtigen Namen nennen. Okay. Ja, es dauert gar nicht lange, bis bis sich an der Tür, also in dieser zugezogenen Kohlentür, da was tut. Ich muss hier. Was tut sich da? Ja, rüttelt halt jemand dran, versucht die aufzumachen. So gewaltsam. Hier ist ein Keller! Wahrscheinlich auch nirgendwo eine Möglichkeit, sich zu verstecken. Ja, es ist halt lehmiger Kellerbogen, Boden hier unten. Ich kann das nicht. Ja. Einer vielleicht. Ich weiß von meinen Brüdern, dass wir uns in der Erde verstecken können. Kannst du das? Würde ich flüstern. Es wird mich meine letzte Kraft kosten. Kannst du mich mit verstecken? Nein. Dann versteck du dich. Ich lass dich nicht allein. Um auch drauf zu gehen? Passen aufeinander auf, oder? Jemand versucht oben mit einem Brecheisen die Tür aufzusteppen. Wenn die Tür aufplatzt, springen wir denen entgegen, was auch immer da ist, und rennen in verschiedene Richtungen. Sie können nur einen von uns folgen. Gut. Wenn du mich nicht mehr wiederfindest, sag, und du meine Freunde treffen solltest, sag, sie sollen nicht nach mir suchen. Wer sind denn deine Freunde? So ein großer, tätowierter Typ mit Hut. Heißt Ronan. So eine kleine mit lila Haaren. Jelly. Und so ein komischer Country-Sänger. Der heißt Diego. Du bist nicht Diego? Habe ich dir doch gerade gesagt. Ja. Ich bin Joao. Schwer zu glauben. Ja, dann mit Blick auf die Uhr fassen wir die letzten Ereignisse zusammen. Die Tür wird aufgebrochen. Ein Schwall Feuer schwillt euch sofort entgegen. Anscheinend scheint jemand mit Flammenwerfer da reinzuhalten. Das verhindert natürlich, dass ihr sofort nach draußen hechten könnt. Instinktiv werft ihr euch aus der Schussbahn. Mehrere Soldaten stürmen in den Keller. Und Joao stürzt sich mit all seiner Kraft, die er noch besitzt, trotz seiner schweren Wunden, die er durch die Sonne irgendwie erlitten hat, auf den erstbesten Soldaten, reißt ihm den Flammenwerfer aus der Hand. Und rammt ihn gegen die Wand und schaut sich zu Anna um, die ja mit diesem geschundenen Körper in eure Richtung schaut. Joao mit seinen breiten Schultern verbarrikadiert mitsamt diesem Soldaten den Eingang, macht es halt schwer für die anderen nachzustürmen. Und dann hörst du nur noch so ein: Es tut mir leid. Von hinten. Als die nächsten Soldaten reinstürmen. Und Joao sie irgendwann nicht mehr aufhalten kann. Man pinnt dich auf den Boden fest. Gegen so viele Leute kannst du dich nicht wehren. Du tötest noch 3, 4 Soldaten. Brichst die Genick oder brichst Arme. Rammst deine Faust durch weiche Menschenkörper, rammst deine Zähne irgendwo rein.
kannst dich heilen, wenn sie dir irgendwie Wunden zufügen. Aber irgendwann sind es zu viele. Blickst dich im Keller um, als du auf den Boden gepresst wird. Von Enna keine Spur. Und mit dieser Szene verlassen wir Joao. Denn seine Geschichte endet hier. Vorerst. Ja, vielen Dank. Hart, hart. Sehr schön, aber. Ja. Ich habe ja gesagt, es wird nicht leicht werden. Ich denke, ich hatte recht. Wer sich jetzt beschwert, ihr wart gewarnt. Ja, Feramin sagt, nein, 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 Joao muss leben. Ja, ich lasse es mal offen. Also die letzte Szene klingt nicht sehr danach, dass er lebt. Tod ist erst, wenn er Asche ist, ja. Jetzt überlasse ich eurer Fantasie. Ich lasse mir das mal offen, was da genau passiert ist. Zumindest wissen wir ja jetzt aber, wie Enna entkommen ist. Denn das ist wohl passiert. Und durch Joaos Hilfe. Und jetzt wissen wir auch, wo Enna ihren Wahlspruch her hat. Mit diejenigen, die es verdienen, sterben. Und ja. Mal gucken. Wir wissen ja inzwischen, also als Zuhörer, Zuschauer schon ein bisschen mehr, dass in dieser Stadt irgendwie nichts mehr so ist, wie es einmal war. Und ja, ein weiteres Puzzleteil dieser Stream finde ich sehr gut. Die nächsten Szenen, wisst ihr ja, was danach passiert. Enna wird Bruce treffen. Bruce wird als Vampir erwachen und wird Bruce Dinge tun. Und ja, ich weiß nicht, ob wir... Wenn Bruce erfährt, was Joao gemacht hat, wird Bruce ausrasten. Ja. Genau. Hm. Muss mal gucken, dass ich mir das mit dem Rosenkranz merke, dass man den auch irgendwann mal nochmal auftauchen lassen kann. Ja, schön. Und ich habe jetzt einen Gedanken in Feramin reingepflanzt. Die wird sich jetzt nämlich für die Anarchen entscheiden, jetzt wo sie weiß, was die Alternative ist. Aber denk dran, Feramin, das weiß Samantha, weiß das nicht. Ja, aber das kann Enna ja erzählen. Das ist richtig, hat sie ja auch schon. Er hat ja schon erzählt, dass sie misshandelt wurde und so. Ja. Gut. Ja, vielen, vielen Dank, dass du das mit dir hast machen lassen, D-Rex. Du konntest ja nicht viel machen. Eigentlich war es ja nur ein Erzählen von dem, was ich mir so vorgenommen hatte. Aber es ist immer schöner, wenn man jemanden dazu hat zum Anspielen. Danke, dass du das mitgemacht hast. Voll super. Danke euch da draußen, dass ihr dabei wart und das zugeschaut habt. Es geht mit Blood and Sand am Sonntag weiter. Nicht in Rollenspielform, sondern wir haben ein einstündiges Special, also grob eine Stunde lang, wo wir Joaos Freunde, Ronan und Jelly, ein bisschen näher kennenlernen und schauen, was die noch so treiben. Mit der nächsten Rollenspielrunde mit unserem Klüngel geht's dann allerdings erst wieder in 2 Wochen weiter. Da müsst ihr euch also noch ein bisschen gedulden, aber ich denke, durch das einstündige Special am Sonntag könnt ihr so ein bisschen die Zeit überbrücken. Ist meiner Meinung nach sehr gut geworden. Hört's euch mal an und... Ich bin sehr gespannt. Ja, also... Das heißt, es stammt auch nicht aus meiner Feder. Das haben der Rerion und die Feder selber geschrieben. Und ich dachte, eigentlich wollten sie nur mir das geben, damit ich weiß, was die beiden so anstellen, während sie Off-Time haben. Und ich dachte mir so, das ist so gut geworden, das muss man eigentlich den Zuschauern auch zeigen dürfen. Genau. Ja. Und ja, cool, dass er das gemacht hat. Wir haben ja noch einen Vampir über aus dem Partybus. Mal gucken, ob wir irgendwann den Mithrandir auch noch mal einbauen. Aber, ja, irgendwo läuft in der Stadt wohl noch so ein Typ mit Gitarre rum. Ein Toreador-Bade. Höret die Geschichte von Joao. Die er nicht miterlebt hat. Ja, stimmt. Ja,
Cool, cool. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen, wenn ihr es später schaut, auf YouTube einen Kommentar hier unten drunter unter dem Video. Und auch am Sonntag, wenn ihr das Special schaut, da bin ich sehr gespannt. Das ist ja als Premiere auf YouTube zu sehen. Nicht hier auf Twitch, sondern nur auf YouTube. Da schaut ihr dann am besten mal rein und dann könnt ihr ja auch im Live-Chat miteinander diskutieren, was da irgendwie so los ist. Ich selber bin dann leider auf der Autobahn und werde es nicht mitkriegen, aber ich schaue es mir später an und freue mich über jeden Einzelnen, der da von euch in den Kommentaren noch so abhängt und seinen Senf dazu gibt. Ja. Und ja, coole Sache. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Cool, dass ihr alle da wart. Ich schaue noch mal ganz kurz, so wer so alles hier so rumgehangen hat inzwischen drin, wenn ich das hier mit meinen komischen Augen noch so richtig lesen kann. Feramin habe ich gesehen, ist auf jeden Fall da. Und der Fianz habe ich gesehen, den Percy habe ich gesehen. Phantom. Phantom ist, glaube ich, Andy, ne, aus dem Nordpol. Redpack, Steelhammer. Ja, Jess Raster. Der Rest klingt irgendwie nach Bots. Ja. Wenn ihr keine Bots seid, schreibt doch mal was in den Chat, dann wissen wir auch, dass ihr real existiert. Ja, und Fianz und Phantom haben hier schon gut eine Regelsache schon aufgedröselt. Denkt dran, Koali und Regeln, das ist nicht so gut. Ne? Wenn ich sage, das ist so, dann ist das so. Egal, ob es in einem Buch steht oder nicht. Ja, Lucky Lucano war auch noch da, sehe ich gerade. Und der Rerion war ja zwischenzeitlich Rerion auch, da. Genau. Dem ist Twitch abgeraucht. Ja, das passiert leider öfter. Steelhammer habe ich auch hier gesehen, gerade beim Hochscrollen nochmal. Und Sarius Asuro. Ja. Und dann hört es bei mir auf. Weiter kann ich nicht hochscrollen. Also, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, sorry. Ja, wenn ihr auf YouTube nachschaut, könnt ihr nochmal hinterlassen, wie ihr es fandet. Und falls ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel, dann schaut ihr, da oben läuft die ganze Zeit über mir die Adresse durch, vom Nerdpol. Da gibt es in den letzten Zeit noch mehr Streams, als da eh immer schon waren. Also die letzten paar Tage immer 5 Streams mindestens jeden Tag zu sehen. Und im nächsten Monat, also ab Montag, ne? Am Montag fängt der neue Monat schon an. Gibt es auch eine neue Aktion auf dem Nerdpol, den Nerdpol Summer Jam. Da gibt es bestimmt auch nochmal einzelne kleine Aktionen von Streamern. Und falls ihr sagt, ich möchte auch mal irgendwie eine coole Rollenspielrunde streamen, dann macht das doch einfach, tragt sie in den Nerdpol ein, dann können wir alle eure Geschichten miterleben und das ist doch eigentlich ganz schön. Zum Beispiel der Phantom hat gerade neu eine Vampire-Runde angefangen. Da könnt ihr mal auf seinen Kanal gucken. Da gibt es auch immer die Newsten spielen die, glaube ich. Der hat bis jetzt 2 Preloads gemacht. Könnt ihr mal reinhören. Oder beim Rerion die alte Weltrunde. Vampire Dark Ages. Da könnt ihr auch immer reinhören. Und ganz, ganz viel anderes. Auch andere Systeme. D&D gibt es ganz viel Neues in letzter Zeit. Und der Kako spielt am Montag am 7. See. Genau, 7. See. Habt heute, glaube ich, den Sprawl gespielt. Ne? Ja. Also schaut auf dem Nordpol nach. Da gibt es den Eventkalender. Da könnt ihr alles nachvollziehen, was so gelaufen ist. Oder folgt dem Nordpol auf Twitter. Da wird jeden Tag veröffentlicht, was da so los ist. Gut. Genug der Werbung. Wohin gibt es dich das nächste Mal zu sehen, D-Max? Tatsächlich am Montag bei Kako. Ach so, deswegen hast du das erwähnt, weil du es genau weißt. Was spielst du denn da? Ich spiele dort einen eisenländischen Schatzsucher und wir gehen auf Entdeckungsreise auf eine magische Insel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, cool. Und dann richtig schön cineastisch, wie das bei 7. See ist, auch irgendwie mit Mantel und Degen und cool. Da haben wir auf jeden Fall wieder was richtig Gutes zu gucken. Cool. Ja, bei mir geht's weiter am Sonntag mit dem Bonusmaterial. Und als Rollenspielrunde, wann geht es denn da weiter bei mir eigentlich? Da bin ich gerade überfragt. Müsste im Nordpol gucken. Müsste ich jetzt auch machen. Kann ich aber gerade mal machen. Warte mal. Zack. Da ist das Nordpol-Forum. Gucke ich mit euch zusammen. Moment. Niep, niep.
Guck mal, so viel Zeug gibt's hier. So, Juli. Juli. Moment, stopp. Ah. Klinge der Nacht könnte sein. Wenn dritter. Ja, am 3.7. Klingen der Nacht. Das Himmelslichtkommando. Das geht's dann am Mittwoch so zu sehen. Ja? Noch mehr Drama. Noch mehr Drama, genau. Alles klar. Gut, gut. Wisst ihr Bescheid. Und ansonsten wünsche ich euch noch den Segen der Nacht. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.